Ja, ein schöner Abendhimmel. Sturmgepeitscht überblicken wir das Fußballfeld in East Colorado. Eastern Colorado University. Genau, da sind wir. Und versuchen alles abzustauben, was nicht nied- und nagelfest ist. Denn ich habe gerade meine gesamte Shorty-Munition verbraten. Unnötigerweise. Es wäre natürlich auch fraglich gewesen, die alle schleichend zu erledigen, weil die waren dicht beisammen. Das heißt, wenn ich einen ausschalte, sehen es die anderen und sie zu trennen, naja, vielleicht mit einer Rauchbombe. Ich muss zugeben, eine Rauchbombe wäre hier sehr sinnvoll gewesen. Sinnvoller wie eine Brandbombe. Kommen jetzt wieder welche? Werden wahrscheinlich alle angelockt. Werde ich abfackeln. Und? Onkel Clarence, gibt euch was? Nein? Kommen nicht. Es waren alle Studenten hier. Es herrscht Studentenmangel dieser Universität. Jetzt habe ich leider den Überblick verloren. Da bin ich rein. Das führt hier zusammen, ne? Ja, natürlich. Jetzt bin ich hier wieder runter. Hey, und das war das Stichwort für Ellie. Ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Astronautöse. Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein? Das wäre cool. Astronautin. Glaube ich. Das ist eine Astronautin, die aus Österreich stammt. Das ist eine Astronautin. Nur so nebenbei erwähnt. Könntest du mir mit deinem Phallus helfen? Wir müssen hier aufstemmen. Nein, müssen wir gar nicht. Gibt's einen Hebel? Ich habe ja den Generator eingeschaltet. Was ist mit dir? Ja, automatische Rollladen. Oh. Feuerwehrmann und Pornodarsteller. Natürlich. Jeder kleine Junge will Pornodarsteller werden, wenn er groß ist. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joel, bitte. Ja, sing was bitte. Dann sing ich was. Do re mi fa sol la. Die Mägden mit den Schäferhunden. Und so weiter. Etwas von Heino muss es sein. Sie steht ja auf Heino, haben wir in der ersten Folge gelernt. Sie hatte eine Heino-CD im Ghetto Blaster. Melissa Smith Library, University of Eastern Colorado. Okay. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Die Sonne geht unter. Die Frisur hält. Ich bräuchte halt Munition. Das ist mein Begehr. Daraus wird wohl nichts, weil warum sollte hier Munition liegen? Weil die Amerikaner haben ja einen Hieb und haben alle Waffen, Schusswaffen auf dem Campus verboten, sodass praktisch nur noch die Verbrecher Waffen haben. Einem anständigen Bürger ist es gar nicht erlaubt, sich zu wehren. Er muss sich praktisch erschießen lassen, weil ein Attentäter oder ein jemand, der vorhat, jemanden zu erschießen, wird sich nicht an ein Verbotsgesetz halten. Ne? Im Gegenteil, der weiß, aha, die sind alle so blöd und sind hier alle unbewaffnet. Das heißt, ich kann hier ganz ruhigen Gewissens, ohne Risiko wüten. Die können sich alle nicht wehren. Weil ein anständiger Bürger hält sich ja an Gesetze. So blöd muss man sein. Gut, da ist nix. Da ist auch zu.
Oder was ist denn das? Philip F. Hall. F wie fuck. Das F-Wort hat hier gewohnt. Science Lab. Ich bin alles abgegangen. Könnt ihr mir nicht vorwerfen. Wenn ich jetzt trotzdem was übersehen habe, dann gehört mir eigentlich eine auf den Schädel. Ganz genau nehmen. Kuku, tschatscha. Rauchfreie Zone. Darum stehen hier die Aschenbecher. Wie kannst du ihn dir nochmal ausdämpfen, bevor du weitergehst? Ich dämpfe ihn immer lieber auf meinem Hansemann aus. Es ergibt dieses Prickeln auf meinem Liebesmuskel. Nein, das sind keine Aschenbecher, das sind Springbrunnen. So, dann müssen wir aufsteigen, sonst kommen wir da nicht drüber. Joel hat Angst um sein Eiwerk. Ist hier am Stacheldraht hängen. Bläbe. Ja, eine ganze Horde. Affen? Ah, Planet Affen. Sie haben dann Planeten übernommen gehabt vor dem Ausbruch. Das erklärt natürlich einiges. Ja, ja. Das ist Caesar. Der Anführer der Affen. Wir kennen ihn. Wer ist das? Abraham Lincoln? Wenn ich auf dem Pferd säße, könnte ich das alles schneller absuchen. Aber es macht weniger Spaß, ich weiß auch nicht. Ich lote gern zu Fuß. Die Affen tun mir ja nichts, oder? Sind ja schlau. Nathan S. Wer ist denn der Nathan? Nathan Drake kenne ich, aber S. Wer ist es? Ich kann es nicht lesen. Rodriguez. Was? Der Rodriguez? Der von Highlander. Na, das war der Ramirez. Oh, Ramirez. Ganz im Gegensatz zu Razor Ramon. Das ist die Ding Hall. Da konnte sich einer nicht erinnern, was er schreiben wollte und hat gesagt, ja, das ist die Hall vom Ding. Na, vom Ding. Ist ihm nicht eingefallen, jetzt hat er halt Ding Hall geschrieben. Ist nur eine Vermutung. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn es nicht stimmt. Ich war noch nie in Colorado. Das ist alles sehr lustig hier, aber sie könnten mir wenigstens ein bisschen was geben. Da kann ich rein, endlich mal. Aber vorher noch die Umgebung sichern. Ich habe ja keinen Wegpunkt. Ich nehme mal an, wir müssen da lang. Nein, wir müssen darüber. Weil dort steht die Ellie. Das heißt, wir gehen da rein. Wir fackeln alles ab. Diesmal. Oh, ich höre was. Ich höre was. Gib mir doch einen Prügel. Ein Königreich für einen Prügel, weil Pferd habe ich schon. Und zwar den Phallus. Den hat sonst keiner. Schnellste Pferd ganz Colorado. Und das Notgeilste. Wieso? Da ist überhaupt nichts? Das ist aber gemein. Wieso? Gebt ihr mir nichts? Oder kann ich da raus und weiterklettern? Aha. Springen ist da nicht. Vielleicht darf ich da rein. Ja,
In loving memory. Oh. Ist jemand verblichen. Schau dir das an, das muss ja ein Footballstar gewesen sein. Oder irgend sowas. Dort. Und ich finde immer nur Teile. Teile, Teile, Teile. Keine Munition. Nur Teile. Und mehr Teile. Nein, Pillen. Noch unnötiger wie Teile. Das Unnötigste sind Pillen. Dann kommen Teile. Dann kommt Zucker. Finde ich auch recht oft. Weil das sehr unnötig ist. Aha, ein Trainingsbuch, ha? Los, Medikits. Kits. Medikitsler. Kann ich gebrauchen. 67%. Wie viel ist das? Nimm an, ich verletze mich am Sack. Nehme ich ein Medkit? Wie viel vom Sack wird dann gerettet? 67%. 1,5 Eier sozusagen. Bisschen mehr. Nein, bisschen weniger. Okay, das war's. Für die Ding. Oh. Ding. Hey! Nein, du sollst da rüberspringen, du. Depp. Wäre da was gewesen? Schau mal, ob da was gewesen wäre. Ein offenes Fenster. Nein? Okay. Hätten sie mich nicht rüberlassen, weil da hätte ich den Level verlassen können. Und dann wäre ich im Nirvana. Wäre ich abgestürzt. Das Levelende. So ist die Frage. Muss ich da lang? Ja, die Ellie kommt. Das heißt, sie wollen wahrscheinlich, dass ich da lang gehe. Ja, die reitet da rein. Das ist nicht gut, weil ich will vorher natürlich noch darüber schauen, ins Nathan Drake Stadium. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt oder ob sie sich das ausgedacht haben, weil es schon... Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Ja, schon. Vielleicht halten ich habe schon jemanden begegnet, aber... Ja. Es waren eigentlich eh typische Studenten. Kreischend. War das dein erster Affe? Unwissend. Nichts ahnend. Notgeil. Was, das ist alles? Aha. Oh, vielleicht habe ich hier eine Konversation mit Ellie verpasst. Wenn ich hier rangegangen wäre. Hat sie gefragt, wer hat denn hier gespielt? Und Nathan, sage ich schon. Joel. Hätte gesagt, das war mein Vorgänger aus Uncharted. Main Hall. Führt das zusammen. Sie hat recht, es müsste eigentlich jetzt mal irgendwer da sein, der nicht infiziert ist. Aber dass das andere Gebäude voller Infizierter war, gibt mir zu denken, dass hier überhaupt noch jemand am Leben ist. Ich glaube, das Labor ist für den Arsch. Hier wird nicht mehr geforscht. Schon lange nicht mehr. Alles Lügen. Mann, hoffentlich kommen sie hier nicht angestürmt. Dann heißt es aufgesessen. Wo? Wo siehst du Fireflies? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nur einen Ständer. Einen Zeitungsständer. Ah, das meint sie. Ich sehe es. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Das ist gut, ja. Aber das Zeichen wird uns nicht helfen. Wir brauchen auch jemanden aus Fleisch und Blut. Mehr Fleisch wie Blut übrigens. Wäre besser. Das führt dann darüber.
Da geht's auch nicht rauf. Kann ich da rauf springen? Jetzt mach doch mal den Hüppi hier, Mann. Will da rauf. Vielleicht per P, das geht's nicht, aber per Kallus. Gib mir mal, leih mir mal den Phallus. Ich muss da rauf. Ich brauche eine lange Stange oder was da. Da ist doch was oben. Nein. Scheiße. Es ist noch nicht alles weggelootet. Ich bin noch nicht befriedigt. Da hätten wir auch gehen können, ja. Nein, es ist nichts mehr hier. Scheiße, scheiße. Keine einzige Munition habe ich gefunden. Keine Kugel. Gar nichts. Nur Pillen und Teile. Das ist erbärmlich. Da was oben. Komme ich da rauf? Nein, das geht nicht. Das ist unbegehbar. Sorry, ich finde nichts. Ich habe mich wirklich redlich bemüht. Ein Comicheft war versteckt. Dormitory. Aha, da muss ich wieder anschalten. Drück halt mal auf B. Was ist was? Wo? Ah, da ist das Labor um. Aha, es gibt noch Hoffnung. Die haben sich ja eingeschlossen. Das heißt, es sagt nichts, wenn da keine Überlebenden. Ich kann nicht. Da ist eine Sprechblase, aber ich kann sie nicht aktivieren.